Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Und zwar zum DFB-Pokalspiel auf Schalke, wo? Ja, Leute, 1-0 gewonnen, weiter Mund abwischen und gut. So richtig Pokalfeeling kam nicht auf, wenn man ehrlich ist, muss man schon ehrlicherweise sagen. Stimmung war okay, fand ich so im Stadion, auch von unserer Seite her. Die Schalker waren auch sehr giftig in den Zweikämpfen, zumindest so die erste Halbzeit. Zweite Halbzeit war da nicht mehr viel zu sehen, fand ich. Ansonsten hat es relativ wenig mit einem Pokalfight zu tun gehabt, wie ich finde. Also von unserer Seite her erstmal, ja, es war eine solide Leistung, ja. Jetzt keine herausragende, sondern eine solide Leistung. Lag aber auch ein bisschen daran, erstmal, wie unsere Taktik war, da sage ich da ein bisschen was zu. Zum anderen natürlich auch, wie die Schalker gespielt haben. Also, ja, da weiß ich nicht, Viertelfinalspiel zu Hause als FC Schalke 04, hätte ich schon was anders erwartet, als wie mich 85 Minuten hinten reinzustellen und irgendwie nur ein, zwei Konter zu fahren. Ich glaube, ich habe drei oder vier Mal haben sie mal ein bisschen gepresst, sind vorne draufgegangen. Ansonsten haben sie gar nicht gepresst, haben keinen Innenverteidiger zugestellt. Alaba und Kimmich konnten ja Pässe spielen, wie sie wollten, konnten Bälle annehmen, wie sie wollten. Die hatten gar keinen Druck. Die Schalker standen gefühlt ja mit 11 Mann am eigenen 16er, das 85 Minuten lang. In einem Pokalspiel zu Hause. Was soll man dazu mehr sagen, Leute? Das dadurch natürlich für uns schwer war. Denke mal, hat man gesehen. Nichtsdestotrotz hatten wir 3, 4, 5 gute Chancen. Allein Goretzka hatte 3 Dinger, die ja, man wenigstens mal aufs Tor hätte bringen können. Ja, die Schalke hatten auch 3 gute Dinger. Ja, haben so ein bisschen Pech gehabt, genau wie wir auch Pech hatten. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, hatte das nichts irgendwie mit dem Pokalspiel für mich zu tun. Aus Schalker Sicht fand ich schwach. Ansonsten, ja, fand unsere Taktik sehr bescheiden, muss ich sagen. Wir haben heute ohne Stürmer gespielt. Der Müller war vorne drin. Der Müller war ein Totalausfall. Note 8, ja, können wir schon mal vorwegnehmen so von den Noten. Also gefühlt habe ich nicht einen Pass gesehen, der mal einen Mitspieler gefunden hat. Nicht einen Zweikampf gewonnen, nach hinten gar nichts. Ich meine, gut, nach hinten, aber der musste auch kaum jemand. Ich denke mal, es gab die taktische Anweisung, wir spielen heute durch die Mitte, weil 80% ging heute durch die Mitte. Jeder Ball ging durch die Mitte. Ich meine, logisch, was sollen wir über außen spielen, wenn keiner vorne drin steht, ja? Der da mal irgendwie den Ball behaupten kann oder den Ball versenkt. Fand ich sehr schade, hat mir gar nicht gefallen, bin ich ganz ehrlich. Ist nicht unser Spielstil und ich meine, man hat es auch gesehen. Ja, Kimmich und Alaba haben gute Bälle reingespielt auf die 10er-Position, an die Strafraumgrenze. Ja, die Leute, die da waren, die Schalker haben dicht gemacht in der Mitte, da ging sowieso nichts. Ja, und wenn es da mal jemand geschafft hat, den Ball anzunehmen, was schon viele gar nicht geschafft haben, ja, weil sie, keine Ahnung, überfordert waren damit, war der Ball halt auch weg. Ja, dadurch haben wir uns 2-3 Mal einen Konter gefangen. Wir hätten zwei, drei Mal hätten die Schalker ein bisschen besser gespielt, hätte es auch geklingelt, weil wir den Ball direkt verloren haben, wenn wir da in der Mitte reingespielt haben. 2, 3 Mal hat es geklappt, ja, der Ball wurde angenommen, konnte nochmal weitergeleitet werden, aber das ist einfach nicht unsere Spielweise, das hat man noch gesehen. Das Gegenpressing war okay heute. Wir haben dabei da auch ein paar Situationen wieder verhindert, wo wir die Bälle da mittig verloren haben. Aber wir haben heute nicht einmal konsequent über die Außen gespielt. Also Gnabry, den kann ich gar nicht bewerten heute, genauso wie Davis. Davis kannst du noch bewerten, weil er defensiv halt gearbeitet hat nach vorne hin. Ja, wofür? Er ist ein paar Mal außen lang gelaufen, er wurde aber gar nicht erst angespielt, obwohl er frei stand wie ein Scheunentor. Gnabry dasselbe, Gnabry hat sich dann immer mehr in die Mitte gezogen, hat er doch mal die Seite gewechselt, er hat alles nichts gebracht. Bälle hat er einfach gar nicht gekriegt. Habe ich nicht ganz verstanden oder verstehe ich nicht ganz diese Taktik, verstehe nicht, warum er den Zirkzee nicht wieder aufgestellt hat. Er hat ein gutes Spiel gemacht in Sinsheim. Ich habe es auch nicht verstanden, warum der Flick ihn so ein bisschen kritisiert hat auf der Pressekonferenz, habe ich auch nicht verstanden.
Ja, ich denke so ein bisschen Taktik, um den Jungen irgendwie auf dem Boden zu halten. Aber mal ganz ehrlich, wenn man gut spielt, wenn man ein Tor macht, ja, dann muss man nicht irgendwie das schlecht reden. Also ich hätte mir gewünscht, hätte er, dass er heute gespielt hätte, gerade in so einem Spiel, wo irgendwie 11 Mann gefühlt hinten am Strafraum stehen. Jetzt so genau so einen Mann gebraucht, der den Ball halten kann, der den Ball verteilen kann, der auch im Kopf reinmachen kann. Und ja, da war der Müller der völlig falsche Mann für. Ja, hat mir persönlich nicht gefallen, die Spielweise, die Taktik, ganz klar. Ich meine, es ist aufgegangen, aber auch nur, weil die Schalke halt einfach ja auch viel zu harmlos waren, muss man mal ganz klar sagen. Also gegen jede andere Mannschaft hätten wir heute richtig kassiert. Diese Ballverluste, die wir durch diese Pässe da in die Mitte hatten, die ruckzuck weg waren. Ich meine, zum Glück haben wir die zweiten Bälle dann oft genug erobert, ja. Aber gegen eine etwas versiertere Mannschaft wäre das nicht gut gegangen. Ich hatte dann sogar die Hoffnung, so, ja, aber jetzt so zweite Halbzeit, aller spätestens 60. Minute wird dann gewechselt, wird umgestellt. Nein, wir haben den Stiefel so durchgezogen. Wie gesagt, es ist gut gegangen. Wir haben auch gut gespielt, ja, so ist nicht. Aber ja, das ist nicht unsere Spielweise, zumindest meine Meinung. Und hat mir persönlich auch nicht gefallen, bin ich ganz ehrlich. Aber gut, schauen wir mal auf die Statistiken. Ja. Ich denke, die sagen einiges aus, wie das Spiel auch war. Warum das auch nochmal untermauert, was ich gerade gesagt habe. Ja, Ballbesitz nach 90 Minuten, Leute. Nach 90 Minuten 19,6% für Schalke, 80,4% für uns. In einem Pokalspiel im Viertelfinale, auswärts auf Schalke, ja, muss man nicht mehr zu sagen, oder? Abseitsstellung, Wurscht, Fouls 13:5, ja, ist das, was ich sage. Die Schalker waren fickrig. Waren gallig die erste Halbzeit in Zweikämpfen. Ich denke, erste Halbzeit werden sie auch mehr Zweikämpfe gewonnen haben, wie wir. Ich weiß es nicht, kann ich hier nicht einsehen. Aber am Ende war es 47,1 für Schalke, 52,9 für uns. Schüsse insgesamt 6 zu 20, Schüsse aufs Tor 1 und 3. Also wir haben drei Schüsse aufs Tor gebracht von 20. Ja, das muss man mal ganz klar sagen, das ist schwach. Wie gesagt, allein Koretzka hatte drei dicke Dinger, die man wenigstens mal aufs Tor bringen kann. Ja. Ecken 1 zu 14, sagt alles. Flanken 7 zu 17. Ja, keine Ahnung. Wir hatten nicht eine Flanke, die von der Grundlinie war. Wir hatten irgendwie so aus dem Halbfeld, noch nicht mal aus dem Halbfeld, von außen. Das war irgendwie so vom Innenverteidiger lang reingeschlagen. Weiß nicht, ob die das als Flanke gezählt haben. Ansonsten habe ich keine 17 Flanken gesehen, beim besten Willen nicht. Schüsse insgesamt, Alaba 4, Goretzka 4. Alaba 4 waren drei Freistöße, die 2 Meilen übers Tor gingen. Goretzka 4, die habe ich gesehen, hätte er mindestens 2 von machen müssen. Ja, war heute auch nicht so. Erste Halbzeit war er gar nicht präsent, da hätte ich schon gesagt, wechsel ihn aus. Hast du gar nicht auf dem Platz gesehen. Zweite Halbzeit war er präsent, ja. Hat aber irgendwie, der letzte Wille hat mir so ein bisschen gefehlt. Gewonnene Zweikämpfe, ja, sagt alles. Die üblichen zwei wie immer da vorne, ja. Thiago 15, Davies 8, Gnabry 4, dass der mal auf Platz 3 ist, ist glaube ich auch eine Premiere, ja, bei gewonnenen Zweikämpfen. Ballkontakte, ja, Leute, jetzt guckt euch die Zahl an, Alter. Da kriegt der Pep Guardiola einen Pin, wenn er die sieht. Kimmich 180, Thiago 153, Alaba 142. Der zum Vergleich. Ja, Burgstaller 47, Tobibo 44 und Schipka 41. Die meisten bei Schalke. Krank, Leute, krank. Auswärtsspiel auf Schalke, ja, soll das nochmal gesagt. Ja, gefoult worden, naja, lassen wir mal außen vor, interessiert uns nicht, ja. Ja, wie ich sagte, die Schalke waren gallig, erste Halbzeit. Aber ja, das war schon. Ich meine, ich fand's ja schon. Normalerweise ist der Neue ja immer noch der Urschalker, ja, im Innern, da müssen wir uns nichts vormachen. Und wenn der sich schon selbst da heute nach dem Spiel dahinstellt und sagt, die Schalker haben heute Arbeitsverweigerung gemacht, das hat nichts mit Fußball zu tun gehabt, sagt das schon alles aus. Ja. Muss ich ganz klar sagen, also. Mein gut, irgendwo kann man es verstehen, ja, dass man vielleicht sagt, so. Ja, komm, wir sind Schalker, wir haben einen schlechten Lauf, wir haben das letzte Spiel auf den Sack gekriegt, versuchen wir bis zu 75 Minuten es im Rahmen zu halten. Aber selbst dann,
Ich weiß nicht, ob sie es versucht haben, und wenn, dann haben sie nicht die Qualität gehabt, sich durchzusetzen. Also es kam dann nicht irgendwie ein Feuerwerk oder sonst irgendwas, ne? Zumindest meine Meinung. Gut, wie immer das obligatorische Noten vergeben, neuer. Ja, was willst du da groß vergeben, Leute? Ich weiß gar nicht, hat er einen Ballkontakt gehabt, gefühlt? Ja, einmal am Ende, wo er rausgekommen ist. Ja, definitiv eine 3, also was willst du da groß geben? Er hat keine Dinger gehabt, wo er sich hätte auszeichnen können. Also war ein souveräner Auftritt. Alaba war für mich auch eine 3. Pavard war noch recht aktiv auf der rechten Seite, aber ja. Flanken war heute irgendwie verboten vom Trainer, habe ich das so das Gefühl gehabt. Würde ich auch eine 3 geben. Davis würde ich auch eine 3 geben, 3 minus. Hat heute so ein, zwei Schnitzer nach hinten hin gehabt, war nicht ganz so frisch. Ich glaube auch, er hat auch so ein bisschen den Kaffee aufgehabt, wenn du da immer nach vorne rennst, stehst immer frei und kriegst nicht einen Ball, weil alles durch die Mitte ging. Kimmich, bis auf seinen komischen Lapsus, den er neuer ausgebügelt hat, war heute gut. Gibt es nichts dran zu meckern, ja. Ja, für mich eine 2. Thiago war für mich wieder eine 2. Wir haben es gerade nochmal gesehen. 2 Kämpfe, 15 Stück gewonnen. Thiago war für mich wieder Dreh- und Angelpunkt. Zweite Halbzeit, ja, hatte auch so ein bisschen Larifari, aber da haben wir alle so ein bisschen Larifari gehabt. Tolisso, ja, eine 3. War okay, ja. War jetzt aber auch nicht das, was er eigentlich kann. Also ich habe von ihm schon weitaus Besseres gesehen. Aber es war okay, es war souverän, er hat ordentlich gespielt. Und nach der langen Verletzung wird er halt einfach noch ein bisschen Zeit brauchen. Goretzka, viel Licht und Schatten, ja. Mehr als ein 3, 3 minus ist da auch nicht drin. Erste Halbzeit hast du ihn gar nicht gesehen. Zweite Halbzeit war er präsenter. Ja, hat die Dinge aber einfach nicht gemacht. Er hätte auf jeden Fall einen machen müssen. Coutinho. Ja, also Goretzka, ja, da muss Coutinho so eine Stufe, ja. Ist viel gelaufen, hat sich viel bemüht, war sehr variabel vorne, mal links, mal rechts, mal mittig. Hatte da noch den Lattenschuss, ja, was er gut gemacht hat, aber ansonsten, ja, auch kein Spiel für ihn, muss man ehrlicherweise sagen, wenn die da mit 11 Mann am Strafraum stehen. Genauso wie Gnabry, ich hacke ja gerne auf Gnabry rum. Kann ich heute nicht, weil er konnte sich gar nicht auszeichnen. Er hat auch viel versucht, ist auch auf die Seite gewechselt und so weiter. Aber das war gar nichts. Er hatte gar keine Chance. Also sagen wir Coutinho auch eine 3. Gnabry, ja, war auch eine 3, 3 minus vielleicht. Müller war eine 8. Ja, der Müller war da komplett fehlbesetzt, muss man einfach so sagen. Der konnte sich gar nicht durchsetzen, hat gefühlt nicht einen Zweikampf da hinten gewonnen. Wie gesagt, hat nicht. Ich meine, das kann der Müller auch nicht. Da müssen wir uns nichts vormachen. Der Müller ist kein Spieler, den ich da vorne anspiele, der den Ball verteilt. Das kann der halt einfach nicht. Ja? Mit dem kannst du, ja, kannst du mal einen stolpernden Doppelpass spielen, dann hört es aber auch auf. Wir machen uns auch nichts vor. Ja, und der war da komplett fehlbesetzt in der Sturmspitze. Ich meine, der Guardiola hat es damals schon mal probiert und ja, machen wir uns nichts vor. Entweder bringst du den Müller hinter der Spitze oder du lässt den Müller draußen. Alles andere macht keinen Sinn. Wer auf rechts da rumeiert, das ist genauso grauenhaft. Da war er ja heute auch. Da hat er sich mal nach rechts fallen lassen. Da war der Goretzka in der Sturmspitze. Und ach, heute, ja, super. War alles super variabel. Gebracht hat es nichts. Und mir hat es absolut nicht gefallen. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass der CX gespielt hätte. Und ja, keine Ahnung, hätte Müller draußen gelassen, hätte sie mal eine Pause gegönnt oder sonst jemanden hätte sie eine Pause gegönnt. Das wäre das Problem gewesen. Also, ob der Müller heute auf dem Platz gewesen wäre oder nicht, haben wir jetzt keinen Unterschied festgestellt. Muss man mal fairerweise so sagen. Zirkzee, ja, können wir nicht bewerten für seine 5 Minuten, die er auf dem Platz war. Ja, wie gesagt, es war eine ordentliche Vorstellung von uns. Fairerweise muss man sagen, das Ball hin und her schieben hat gereicht. Die Schalker wollten nicht wirklich pressen, sonst irgendwas, Ball erobern. Von daher hat es gereicht. Ich meine, hätten sie es, dann hätten wir vielleicht mal gesehen, wie es das Spiel durch die Mitte so klappte. So war das Spiel durch die Mitte halt völlig fehl am Platz. Weil, wie ich gesagt habe, der Spieler wurde angespielt in der Mitte, immer wieder vom Alaba und vom Kimmich. Ja, und es waren direkt 4-5 Schalker drumherum und der Ball war weg. Ja. Und ich meine, wenn man das 5-mal macht, 6-mal macht, leider gibt es hier keine Statistik von Fehlpässen. Das wäre immer noch interessant. Aber wenn man das halt, wie gesagt, 5-6 Mal macht und jedes Mal ist der Ball halt weg, ja, dann muss man auch mal
Eigeninitiative ergreifen und mal über außen wieder spielen. Also das hat mir heute so ein bisschen gefehlt, muss ich ehrlicherweise gestehen. Von daher nicht verwunderlich, dass das Tor auch nur an der Ecke fiel. Das war jetzt nicht mit Ruhm bekleckert, muss man auch ganz klar sagen. Ja, ansonsten, ja, lass den Coutinho auch ruhig mal Ecken schießen, wo er das an der Ecke schießen kann. Haben wir ja heute auch nochmal gesehen. Da muss nicht immer der Kimmich 13 Ecken heute geschossen, 12 Ecken geschossen, 11, glaube ich. Also ich weiß nicht, was die an dem am Eckenschützen irgendwo festnageln. Ich denke, da gibt es auch noch genug andere Spieler, die in die Ecke schießen können. Naja, was sollen wir meckern? Ja, wir haben 1:0 gewonnen, wir sind weiter, alles tutti, alles gut. Wie gesagt, die Schalke haben mich ein bisschen enttäuscht. Was man allerdings sagen muss, zu der Fangeschichte vielleicht nochmal, so wie es die Schalke heute gemacht haben mit ihrem Banner, ist das doch völlig legitim, völlig in Ordnung, völlig okay. War nicht super. Und genauso hätte man das halt schon die letzten Spieltage, vor allem den letzten Spieltag überall handeln können. Ja? Dann hätte sich doch kein Mensch beschwert. Und die Message wäre dann auch angekommen. Ja, das ist halt. Die Strafen für alle geht und nicht um irgendwelche Beleidigungen gegen einzelne Personen. Das nochmal dazu. Ja, das soll es auch schon gewesen sein heute. Meine Meinung, im Endeffekt, ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass wir wackeln. Das muss man auch nochmal sagen, ja. Klar, die Schalke haben ein, zwei Chancen gehabt, aber ich hatte nie das Gefühl, dass wir jetzt wackeln, dass es irgendwie jetzt nochmal gefährlich wird oder sonst was. Die Schalke waren einfach viel zu harmlos, haben die Bälle viel zu einfach hergeschenkt. Und ja, hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mich auf einen schönen Pokalfight gefreut heute. Und ja, den haben wir nicht gekriegt. Unserer Mannschaft, denke ich, kann man wenig im Vorwurf machen. Wir hatten halt wenig Räume dazu. Der Levi hat nicht da, kein richtiger Stürmer vorne drin. Da kann man den Flick ein bisschen Vorwurf machen, wie ich finde. Ich hätte mir dann den CXC schon gewünscht und spätestens zur Halbzeit hätte man, oder zur 60. Minute hätte man da wechseln können. Ja, meine Meinung. Dieses Spiel durch die Mitte hat mir nicht gefallen. Unsere Mannschaft ist dafür ausgelegt, dass wir über außen spielen. Und ja, man hat gesehen, dass es die Schalker jetzt auch nicht überrascht hat. Ja, dass wir dann eine Chance nach der anderen kreiert haben. Ja, wir sind dreimal durchgekommen. Zumindest konnten wir den Ball mal annehmen am 16er, konnten die nochmal weiterspielen, aber ich glaube, daraus ist selbst nicht mal eine Torschance entstanden. Und dann verlange ich schon von unserer Mannschaft und auch von unserem Trainerstab, dass man das spätestens in der Halbzeit sieht, ach ja, nee, klappt ja doch nicht so, komm, wir stellen mal um und spielen wie immer über die Flügel. Ja, fand ich ein bisschen schade, aber was sollen wir meckern? Wir haben 1:0 gewonnen, wir sind weiter, das ist das Wichtigste und von daher ist alles schön, alles gut und rot-weiße Grüße, Leute, am Wochenende kommt der nächste Tor, beziehungsweise am Montag dann. Ne? Haut rein, bis dann. Ciao.